Willkommen zum großen Finale von Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Wir bestreiten nun den steinernen Weg ins Castrum Meridianum. Und sind in einer wunderschönen Gruppe nur aus Gildenmitgliedern. Yippie! Es wird witzig, denn ich brauche die Cutscenes in diesem Fall nicht zu überspringen. Und habe dann halt eben den wunderschönen Vorteil, dass ich den ganzen Kram vorlesen darf, während die anderen Leute im TS schön mit hören. Das Schöne an dieser Instanz ist, mittlerweile kann man hier einfach nur durchrushen, aber es gibt so einige Eckpunkte, wo man immer noch mal ein bisschen aufpassen muss. Wie zum Beispiel, in diesem Fall müssen wir jetzt erstmal die Alarmschwerter-Terminale starten. Ich denke mal, ich darf hier der Off-Tank sein, weil Zonk definitiv ein bisschen besser ausgerüstet ist als ich. Von daher würde ich sagen, Zonk darf auch gleich loslegen. Ich bin Main-Tank? Ach du Kacke. Das wird jetzt witzig, nur so als kleine Info. Okay, ich... Ah, Junge, was denn jetzt? So, dann zieh mal alles ran, was geht. Genau, erstmal die guten Leute hier. Dann die dort, genau. Und los geht's, Action! Insgesamt kann man sagen, ich werde hier wahrscheinlich gleich mega in allen möglichen Scheiß gezogen. Ja, das ist hier ein klein wenig, ja, chaotisch. Aber die DDs haben mittlerweile so viel Angriffspower und werden nicht mal runtergestuft in dieser Instanz, dass man hier, wie gesagt, einfach so durchrushen kann. Selbst die Heiler haben hier keine großartigen Probleme durchzuheilen, weil die Gegner einfach nichts mehr aushalten. Würde man jetzt in meinem Item-Level-Bereich sein, würde das Ganze doch ganz anders aussehen. So, als allererstes müssen wir hier die Scheinwerfer ausmachen, um den Alarm zu deaktivieren. Und wir kommen auch schon zu einer der unzähligen Cutscenes, die hier auftauchen. Darum bitte ich natürlich die Leute darauf zu achten, dass ich, wenn ich so ein Symbol habe, dass eine Cutscene läuft, nicht unbedingt vorlaufen, weil die Custom-Instanzen sind mittlerweile so aufgebaut, dass man, ja, dass man sehr, sehr schnell, wie soll man das sagen, wie kann man das sagen? Ja, dass hin und wieder mal Bosse und Gegner schneller tot sind, als jemand aus der Cutscene rauskommt. Und ja. So. Wir können weiter. Wir müssen hier nach oben. Und weiter Richtung Castrum. So. Und Zonk kann eigentlich gleich bis nach vorne durchrennen. Komm, weiter, 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 weiter. Und noch ein Stück weiter, 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 weiter. Bis ganz nach vorne. Hier vorne wird ein Bossbereich sein, der erste Boss in dem Castrum. Bis dahin kann er pullen, ohne großartig Schaden zu nehmen. Genau. So, ja, ich habe hier natürlich ein bisschen Aggro, das ist aber normal. Weil Kreis der Verachtung nun mal ziemlich in die Aggro gehen kann. So. Und jetzt kommen wir zum ersten Boss. Aber erstmal wieder eine Cutscene. Yippie. Ja, die Cutscenes hier sind noch nicht so atemberaubend. Magitech-Schnitter. Nichts großartig zu sagen, außer hier könnte ich mal Schildeid anwerfen. Und zwar, es wird die ganze Zeit nur auf den Schnitter eingeprügelt. Hin und wieder kommen nochmal ein paar Ads. Und das war eigentlich schon das gesamte System. Nichts großartig Mechanisches. Und von daher... Okay, ja, dann probiere ich es mal mit dem Tanken des... des Schnitters und Zonk nimmt die Ads. Dann geht's los. Ich
bin mal gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege hier mit Akku halten. Natürlich immer noch aus AOE rausspazieren. Die Leute, die am meisten Aggro bekommen, sind meistens die Heiler am Anfang. So, und das war schon der erste Boss. Wenn man dich so sieht, könnte man glatt meinen, du hättest persönlich was gegen Magitech-Maschinen. Ah, Sid. Hey, grüß dich. Tut mir leid, aber ich konnte einfach nicht zusehen und Däumchen drehen, während meine tapferen Kampfgefährten in Gefahr sind. Das Kommando habe ich inzwischen Bix und Wedge überlassen. Die haben die Lage im Griff. Naja, Wedge habe ich kaum davon abhalten können, mit mir zu kommen. Unsere Abenteuer in letzter Zeit haben seinen Kampfgeist richtig beflügelt. Habe ich mir doch gedacht, dass wir der einen oder anderen Magitech-Kampfmaschine begegnen würden, so groß wie die Anlage ist. Und hier haben wir schon die erste. Da lässt sich schon was machen. Die Instrumente sind in Ordnung, den Rest kann ich reparieren. Hör zu, dufte Mieze. Wir haben es geschafft, den galäischen Funk abzuhören und wissen jetzt, wo die Ultima-Waffe ist. Sie ist im zentralen Sektor des Kastrums, in einem Wartungsstation für Magitech-Kampfgeräte. Es wird dich nicht überraschen zu hören, dass die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Sektor extrem hoch sind. Der Zugang ist durch ein dreifaches Energiefeld abgeriegelt. Du musst zuerst alle drei Energiefeldgeneratoren deaktivieren, sonst kommst du nicht weiter. Siehst du die Klappe da hinten? Die führen zur Müllentsorgungsanlage des Kastrums. Irgendwo dahinter muss ein Erdseilpumpe oder etwas ähnliches für die Brennstoffzufuhr zum ersten der Magitech-Energiefeldgeneratoren sein. Du musst die Anlage finden und sabotieren. Alles klar? Arbeite dich vor bis zur Erdseilpumpe, wo die Brennstoffzufuhr geregelt wird. Ich bin bei dir, sobald ich unsere gestauchelte Magitech-Kämpfer hier wieder flott gekriegt habe. Super, jetzt weiß ich, warum ich immer nur blind hinterhergelaufen bin. Oh nein, die tanzen schon wieder. Und zwar, weil, wenn man die Cutscenes skippt, werden solche Informationen natürlich nicht weitergeleitet. Und dementsprechend kriegt man sowas wie hier diesen Müllschacht nicht mit. Ich wusste zwar, dass man in den Müllschacht rein muss, aber das war es auch schon. So, wollen wir mal gucken, wo es jetzt weitergeht hier? Ich würde mal sagen, erstmal den Weg entlang. Okay, einmal kurz warten auf Zonk, dem ist sein Akku leer gegangen. Hasi! Yuki kann das auch machen mit dem Hasi. Mach uns den Hasi! Mach uns den Hasi! Komm, zeig uns den Hasi! Zeig uns den Hasi, Yuki! Hasi! So, Zonk ist wieder soweit. Wir können weiter. Oh, nächste Videosequenz. So. Ja, ich würde sagen, wir pullen wieder alles. Oder zumindest einen großen Teil. Laufe einfach durch, bis ich ganz laut Stopp rufe. Ich mache auch wieder Schwerteid an.
Ah, seht ihr. Irgendjemand könnte sich ja hier schon mal um den Scheinwerfer kümmern, während wir weiterlaufen. Nicht unbedingt ein Heiler. Bleibt da mal am besten stehen, das könnte sonst ein bisschen doll werden. Und Vorsicht bei den, bei den Lichtdingern. So. Das ist echt so geil, wenn so viele Barden da sind. Man sieht die ganze Zeit nur diesen Hagel. So, was haben wir da? Irgendwas ist doch hier runtergefallen. Ah, Bündel Sprengstoff. Ja, weil nämlich, wenn jemand in den Alarm reinläuft, dann kommen nämlich auch wieder Ads. Und das sind diese Klauen, diese ekligen Grabsche-Klauen. Wie gemein! Die wollen mich hier kicken, weil ich am wenigsten Lebenspunkte habe, diese. So, wir müssen hier erstmal hier runter. Diesen Weg lang. Da drüben erwartet uns zwar schon der nächste Gegner, aber erst später. Das ist so gemein. Ja, ich habe weniger Lebenspunkte als die Heiler, aber ich meine, das geht auch nicht anders, weil das, was ich jetzt habe, ist eigentlich schon das Höchste, was ich bekommen kann, weil ich habe schon dank dem guten Xanti einiges an Stufe 70er Equip angelegt. Und das ist normalerweise in dieser Stufe, wenn man rein nach Story geht, noch gar nicht möglich. Aber wie ich ja schon in der letzten Folge darüber gesagt habe, es gibt unglaublich viel zu tun nach dem Castrum. Netzhawk, beweg dich mal ein bisschen. Nur weil du eine dicke Axt hast, musst du hier nicht die ganze Zeit durch die Gegend schleichen. So, ruhig alles ranholen. Ja, ich hole mal den Rest da drüben. So, bleib da stehen, ich komme zu dir. Nein, zu viel AOE gerade. Hier immer schön drauf aufpassen, nicht in irgendwelcher Kack-AOE rumzugeistern. Ich meine, die anderen, die kriegen ja dadurch keinen Schaden, aber ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Kram hier. So, gut. Achso, ich hatte gerade eben schon gedacht, was kommt denn da jetzt? Abwasserpumpe ist gerädert. So, was fehlt uns denn hier noch? Da fehlt noch eine zweite Pumpe, ne? Das war schon? Sicher? Okay. Ja gut, dann können wir wieder weiter. Oder schon weiter. Ah, okay. Ja gut, auf der Map wird auch angezeigt, was wir machen müssen hier. Glaube ich. Hoffe ich. Ich war hier schon länger nicht mehr. So, wenn wir hier durch sind, dann können wir ja jetzt hier nach oben, ne? Was? Wenn wer was macht? Welche Sachen macht? Ach so, ja, okay. Aber das war, glaube ich, eigentlich schon fast klar. Da war so ein komisches Symbol, das konnte man anklicken. Und durch die Magitech-Dinger haben wir ja auch einen Sprengstoff bekommen. So, kommen
kommen wir jetzt schon zum zweiten? Tatsache. Der erste der Schilde ist im Eimer. Und da kommt auch schon der nächste Boss. Yippie. Gleiches Spiel wie beim letzten auch. Boss fokussen, tot machen, Ads und so weiter kommen auch noch dazu. Und Zonk hat eine Bereitschaftsanfrage gestellt. Macht halt ebenfalls nichts groß anders. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen, glaube ich, vertan. Aber na gut, wird schon passen. Ja, ich krei mir dann mal die Ads. Nach Möglichkeit oder auch nicht. Irgendwie wurde ich gerade gestunt. Aber egal, der Kampf ist hier auch schon fast zu Ende. Und zu Ende. Deswegen, also die Kämpfe hier sind noch... Früher hatte das, wie gesagt, alles eine Mechanik. Mittlerweile rennt man hier nur noch durch und macht Schaden. Ah, da bist du ja. Ich hab mal eben den direkten Weg durch die Wand genommen. Ausgezeichnet. Du hast den ersten Energiefeldgenerator heruntergefahren. Bleiben noch zwei. Ach Mist. Ich hab wohl zu laut angeklopft. Dann heißt es jetzt schnell handeln. Wir müssen die übrigen Generatoren deaktivieren, bevor die Galea mitbekommen, was los ist. Alles klar? Na, Slugin. Sehr gut. Du stürmst vor und ich halte dir mit dem guten Teil hier den Rücken frei. Los geht's. Jetzt mischen wir die Bude auf. So, dann wollen wir mal. Wo müssen wir dann hier lang, ne? Glaube ich, wir müssen jetzt erstmal wieder den Weg zurück. Da, wo wir das letzte Mal auch reingegangen sind. Guck hier, da ist der Entsorgungsschacht, in den wir reingesprungen sind. Und jetzt dürfte diese Tür hier offen sein. Oder auch nicht. Ah nee, Quatsch, Blödsinn. Zit kommt an und sprengt die auf. Geh aus dem Weg, ich spreng die Mauer auf. Kapern. Und los geht's. Hier ist es wichtig, dass Sid nicht unbedingt stirbt. Aber man muss hier jetzt eigentlich nicht alle Gegner einzeln kaputt machen. Man könnte eigentlich durchlaufen. Und dann dort hinten diese Kanonen nutzen. Also Zong könnte jetzt mal sich zum Beispiel die Magitek-Viechers krallen und etwa hierhin wandern. Und die dort hinten auch noch. Mach mit Mark. Na gut. Also hierhin und nimm alles, was du hier siehst, außer den großen Fetten da hinten. So, ein bisschen uncool so, aber jetzt geht's los hier. Padem.
Also ich hätte auch einfach nur eins drücken können, aber okay. Na komm schon. So schnell kann es gehen. Jetzt, wie lange müssen wir? Genau, wir müssen jetzt hier den rechten Weg laufen. Da kann Zonk gleiche Spiel einfach alle zu A pullen, was du da vorne siehst. Besonders der Große hier macht dicke, dicke Bums. Super. Ich glaube, damit sind wir hier. Haben wir hier zumindest schon mal die schwierigsten Gegner weg und wir können weiterlaufen. Hier haben wir wohl irgendwie so ein Versorgungsluftschiff oder so von denen. Ach, das ist ein Haus? Sieht aus wie ein Luftschiff. So, dann Charge an Tank. Oh, go, go. Sind auch eher so subjektive, so optionale Gegner, die wir hier machen. Aber warum auch nicht? Gibt ja ein bisschen Geld, ne? Ja, ich brauche auch noch XP. Ich will so schnell wie geht Stufe 51 erreichen. Ich habe mir extra fürs Add-on Urlaub genommen. Dass ich zumindest 5 Tage habe, in denen ich locker, frei, hoffentlich, das Add-on zocken kann. So, gleiches Spiel, alles ranziehen, ruhig, Moment. Ruhig hierhin, wir krallen uns in der Zeit die Kanonen und feuern sie ab. So. Und das war's gewesen. Kommen wir wieder zum nächsten Teil. Ja, ich kenne das eigentlich von Gruppen so, dass wir hier durchrennen und dann zum Schluss auf Sid warten müssen an der Stelle. Aber wir machen es ein bisschen geschmeidiger, das ist das Gute, wir haben Zeit. So könnt ihr auch mal alles vom Castrum sehen und nicht einfach nur ein Durchgerusche. Und so, sobald Sid hier steht, wird hier drüben wieder ein fetter Typ rauskommen und uns kaputt klatschen wollen. So. Bong, bong, bong. Da kommt noch mehr, keine Sorge. Und das Luftschiff fängt an loszufliegen. Mal wieder. Muss mal vielleicht ein bisschen aufpassen, weil Ads kommen auch noch. Ja, mich gibt es hier in der Ausführung nutzlos. Ich hätte hier genauso gut als DD mitgehen können. Aber alle schon okay. Ich meine, selbst die Heiler fühlen sich hier absolut überfordert, dass sie schon die ganze Zeit Sanctus casten müssten. Und die nächste Gegnergruppe kommt.
Der große Schaden ist aber auch das einzige Problem von diesem Boss. Oh, wei, oh, wei. Aya hat Paralyse. Könnte tödlich werden. Saubere Arbeit, dufte Mieze. Geh mal beiseite, damit ich den Kontrollturm aufs Korn nehmen kann. Alle Energie in die Kanonen. No. Verdammt, alles verschmort. Das Ding war wohl nicht in einem so extreme Belastung nicht ausgelegt oder so. Wir werden einen anderen Weg finden müssen, um den dritten Energiefeldgenerator auszuschalten. Das ist ja der fahnenflüchtige Mechanikerjunge und diese lästige Brut von Abenteurerin dazu. Geh vor, dufte Mieze. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir treffen uns vorm dritten Generator, sobald ich uns ein passendes Werkzeug besorgt habe. So, juhu, wir haben einen Kennschlüssel. Das ist der erste von zweien. Es gibt noch den Barbie-Schlüssel. Und weiter geht's. Jihi, Steinhaut. Diesmal ist der Weg hier vorne frei. Eigentlich gleiches Spiel. Wir können die nehmen und bis zu hinten zu dieser gedachten alten Markierung setzen. Ich setze die Markierung mal eben nochmal neu. Also bis hierhin etwa. Und wieder die Geschütze nehmen, die wir vorhin auch schon genutzt haben. So. Gegner tot, alles gut. Oh ja, gleiches Spiel mit dem Typen dort unten. Zonk, hol mal den Fetten und zieh den auch nochmal zu A. Damit sparen wir uns einiges an Zeit. Wir kümmern uns hier in der Zeit um die Geschütze. Da ist der Pull gestartet und da sieht man, wie er so ganz langsam rüberspaziert und den Zonk verfolgt. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber ist nochmal gut gegangen. Weil nämlich die Geschütze können auch Schaden bekommen. Und wenn die Schaden bekommen, dann können die natürlich irgendwann nicht mehr genutzt werden. Deswegen war es ganz gut, dass die AOE anscheinend unterbrochen wurde. So, kommen wir zu einem schwierigeren Teil. Hier haben wir erstmal ein Magitech-Terminal. Das Gute ist, dass wir unseren Kennschlüssel haben, den wir hier in das Terminal einsetzen. Und dann hoffentlich gleich neue Anweisungen bekommen, weil... Ja,
Problem sind diese fetten Viecher da. Aber halb so wild das Problem. Wir verdrücken uns hier am Rand entlang nach oben und knüppeln die Gegner hier an den Turm, an den Türmen platt. Drücken hier die Alarmscheinwerfer aus. So, da drüben ist aber noch ein Turm. Deswegen müssen wir uns auch dorthin schleichen. So. Und, ja. Hopp. Auf in den nächsten Turm. Ah, puh. Zonk, was meinst du mit gleich nach oben? So, hoppla. Entschuldigung, da habe ich einfach mal eine Cutscene getriggert. Ich bin Sid. Alles klar bei dir da oben? Hm? Da ist ein Jäger. Pass auf, mit normalen Waffen hast du hier keine Chance. Du wirst eine richtige Waffe brauchen. Ist da nichts? Ein Granatwerfer, ein Geschützturm oder irgendwas? Halte durch, dürfte Mieze, ich bin unterwegs. Ah, da unten ist einer. Und glücklicherweise hat der ein bisschen Friendly Fire begangen. Weh! Wodurch es uns möglich ist, mit dem Geschützturm hier unten das olle Schiff runterzuholen. Ammo, genau, Flugabwehrgeschütz. Einmal interagieren. Regis macht das auch dort drüben. Der Jäger wurde getroffen. Jäger wurde getroffen. Und komm, gleich kommt er runter. Wow! Nächste Cutscene. Idioten! Sterben werdet ihr sowieso. Also macht dabei gefälligst keine Unordnung. Dann ist Sid also nicht bei dir, hm? Wie schade. Ich hätte ihn gerne selbst umgebracht, aber lassen wir den Verräter erstmal beiseite. Ich habe mich wirklich auf die Begegnung mit dir gefreut, dufte Mieze. Ich weiß viel über dich, über deine angebliche Stärke und dein famoses Talent. Ja, ich bin ja gespannt zu erfahren, wie weit es damit wirklich her ist. Was ist das für ein Satz? Ich bin ja gespannt zu erfahren, wie weit es damit wirklich her ist. Das steht da! Einen so bescheuerten Satz habe ich ja noch nie gelesen. Na egal. So, und während sich meine ganzen Kollegen hier um die ganzen Ads gekümmert haben und wir jetzt direkt vorm Boss stehen. kann man hier wiederum ein bisschen mehr sagen. Und zwar, insgesamt sieht man hier wieder 4 Artilleriegeschütze. Diese Artilleriegeschütze müssen auf Lavias das Junius draufgefeuert werden, weil während sie in diesem Magitech ist, ist sie quasi unverwundbar und man kommt mit dem Schaden nicht wirklich weit. Dafür sieht man hier hinten immer diese Grabbelhändchen und diese Grabbelhändchen bringen immer wieder Munition zum Artilleriegeschütz. Ich würde sagen, dass Zonk ruhig hierhin in diese Ecke tanken tut. So, dass gewisse AOE dann halt eben nicht doof zwei Geschütze oder so
erwischen, weil diese Geschütze können ebenfalls zerstört werden. Das kann ein bisschen nervig werden. Soweit die erste Phase. Die zweite Phase wird dann nochmal die Lavia Sassionius im Nahkampf sein. Easy Ding, einfach draufkloppen, die kippt von alleine um, die hält nichts aus. So, dann würde ich sagen, nicht weiter rumlabern, es geht los. Go, 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 Chachan-Tank. So, wie man halt eben sieht, hier drüben hat man diese Mörsergranaten. Damit muss man agieren. Dann schnappt sich dieses kleine Händchen hier zu einer Mörsergranate und trägt die rüber. So, kann nicht benutzt werden, weil keine Munition da ist. Zack, jetzt kann ich die benutzen. Jetzt kann ich auch Schaden auf die Lavia machen. Das Doofe ist, genau, sie dreht sich um und greift halt eben hin und wieder ganz gerne mal den Mörser an. Dann ist es wichtig, mal kurz von ihr wegzugehen, um halt eben den AOE auszuweichen. Das, was jetzt passiert, ist wie gesagt völlig normal, weil eigentlich hat Zonk die Aggro. Ich würde sagen, dass der, der die Aggro hat, dann ruhig zu A geht, damit dann halt eben der nächste Mörserschuss drauf kann. So, Sarah einmal zu A laufen. Hinzu kommen dann halt eben noch Ads. Ja, normalerweise schießen alle gleichzeitig, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Soll angeblich den Schaden erhöhen, ich bin der Meinung, das ist ein Mythos. Aber ich glaube, ich sehe gerade warum. Weil gerade wegen den Ads. So. Erste Artillerie ist zerstört, ist aber nichts Dramatisches. Weil wir haben hier ja noch ein bisschen Munition über. Und da hinten haben wir auch, glaube ich, haben wir noch... Ne, wir haben noch zwei Geschütze, also alles ist gut. So, hinten kann die Mörser... Kann die Granate auch schon wieder betankt werden, theoretisch. So, diesmal hat Yuki. Und ja, das war die erste Phase. Ich bin der Meinung, es macht das Ganze nicht kürzer oder schneller, ob man jetzt alle gleichzeitig drauf feuert oder nicht. Aber gut. Legatus Gaius von Belsa hält deine Gabe des Transzendierens für so beachtlich, dass ich mir selbst schon, was weiß ich, für eine Heldin ausgemalt habe. Das bist du doch für die einfältigen, für die Einfallspinsel in deiner Heimat, nicht? Und jetzt steht eine einfache Abenteurerin vor mir. Was die Leute an dir finden, was für ein magischer Schein soll das sein, der von dir ausgeht? Ich sehe nichts als Panik in deinen Augen flackern. Und doch hast du uns ganz schön in Bedrängnis gebracht. Deinetwegen haben wir auch einen unserer besten Männer verloren. Du bist doch die Rittertin auf dem Gewissen hat, oder irre ich mich? Was auch immer du bist und woher deine Kraft stammt, ich habe viel geopfert, viel Wertvolles. Wer weiß, was du mir noch nehmen wirst, wenn du am Leben bleibst. Meine Leute, meine Kameraden, womöglich Legatus Gaius. Nein, ihn wirst du mir niemals nehmen. Gaius gehört mir, seine Träume, seine Ambitionen, alles. Mit Leib und Seele gehört er mir, nur mir allein. Ich werde mir nichts mehr nehmen lassen, nie mehr. Zu viel musste ich schon entbehren.
Ich werde dich töten, Abenteurerin, mit meinen eigenen Händen. Nur dein Tod kann mir Frieden bringen. Ja. Ja, es gehen so die Gerüchte rum, dass Livia und Gaius ein bisschen was zusammen haben. Weil es gab da auch diese Aussage von wegen, Livia, ich erwarte dich in meinem Quartier und jetzt halt eben dieses, ihr gehört mir, das ist mein Eigen. Naja, auf jeden Fall wird sie sich nicht mehr an den Gaius vergehen. Von daher, Zonk, gib ihr den Rest. Die wird jetzt einfach mal umgenatzt. Ach Mensch. Irgendwer hat jetzt irgendein Dingens Markt bekommen. Nicht wichtig. Wie man sieht, die liegt jetzt bei unter 50% und alle noch mit vollen Lebenspunkten. Also die Heiler müssen hier echt eine wahnsinnige Arbeit leisten, um uns alle getoppt zu halten. Ich sehe Aya schon nebenbei die ganze Zeit in einem Chat sitzen und sagen, wie langweilig und so. Schreiben wir mal den Großen, ne? Und das war's. Nein, ich muss wissen. Es ist immer wieder geschehen. Ich will nicht mehr verlieren. Nein, nimm mich nicht. Ich lasse dich nicht zurück. Niemals. Gaius. Sie war wohl völlig von Gaius eingenommen. Möge ihre Seele Frieden finden. Das reinste Wunder, dass du da unbeschadet geblieben bist, Dufte. Aber verdammt nochmal, den Jäger in den Kontrollturm zu schleudern. Alle Achtung, das macht dir so schnell keiner nach. Damit ist das Energiefeld deaktiviert. Jetzt geht's zum Kern der Sache. Nun können wir die Ultima-Waffe schwer zu Fuß erreichen. Und deswegen nehmen wir die Enterprise. Versuch dich zurück zur Erdsalmenfabrik durchzuschlagen. Dort habe ich sie nämlich stehen lassen. Es geht in die Endphase, meine Liebe. Brich auf, sobald du fertig bist. Genau das machen wir jetzt. Yippie! Ja, was sind allergische Steine? Dazu kommen wir sowieso noch rechtzeitig. Wir sind durch. Castro Meridianum, zumindest der Vorhof, ist erledigt. Wir düsen direkt raus, um die nächste Quest anzunehmen. Erdsalmenfabrik. Die Enterprise wartet auf uns. So, erstmal mit Raubern reden. Sehr gut gemacht, Dufte Mieze. Castro Meridianum ist ohne den Energieschild verwundbar, wie ein Marienkäfer auf dem Rücken, und Livia ist ausgeschaltet. Das ist unsere Chance, ergreifen wir sie. Gib mir Money. Die ultimative Waffe.
Ausgezeichnet gemacht, dufte Mieze. Du bist wirklich eine Abenteurerin von überragender Stärke und großem Geschick. Aber den Kampf, den letzten Kampf, der uns nun bevorsteht, darfst du deswegen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und vom Erfolg deiner Mission hängt das Ergebnis der gesamten Operation ab. Eorzea liegt in deinen Händen, das ist wahr. Aber lass dich nicht zu leichtsinnigen Aktionen hinreißen, verstanden? Es wird schlimmer kommen, als du dir ausmalst. Nun, wir haben eine Mission zu erfüllen, Abenteurerin. Die Männer von den Garland-Metallwerken haben die Enterprise schon startklar gemacht. Sprich mit Sid und der Erdseimfabrik, an der Erdseimfabrik, sobald du bereit bist, möge Ragr dir die Stärke geben, die du brauchst. Ich komme, Sid. Ich komme. Ich mache Reden, und wenn ich machen Reden, wir machen aufmachen die nächste Instanz. Na, ich bin ja schon ganz gespannt, was jetzt kommt. Nein, natürlich ist es klar, Castrum Meridianum, der Innenbereich. Hey, der Zonkel ist schon hier. Und? Überleg. Das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Weil die Cutscene, die danach kommt, wird echt nicht kurz sein. Denn wir sind am Ende. Das ist die letzte, egal. Ja, die Enterprise ist bereit zum Abflug. Du kannst das Kommando, du hast das Kommando, dufte Mieze. Ein Wort von dir und wir sind über den Wolken. Wenn wir die Ultima-Waffe zerstören, nehmen wir gerade mal die entscheidende Trumpfkarte. Los geht's, dufte Mieze. Befreien wir ihr sehr von der Geißel. Wir sind soweit. Yippie. Hey, hör auf mich zu pieken. Ich will hier runter. Hey, das sieht ziemlich cool unten aus. An dieser Stelle erstmal vielen Dank auch an die Gruppe, die mir geholfen hat. Vielen Dank an Zonk, Valka, Aya, Yuki, Regis, Sarah und Sata, die so nett waren, mir bei Castrum Meridianum im Außenbereich zu helfen. Und ich hoffe, dass wir diese Konstellation jetzt auch gleich für den Innenbereich haben. Und, naja, was heißt gleich? Ich zu euch sage ich mal, wir sehen uns morgen. Zu dem anderen sage ich, bis gleich. Tschüss.